Vorgrim prügelt mit dem Fisch. Fyris wirft Fische. Okay. Los geht's mit dem Posenspiel. Mir ist schlecht. Der Fisch. Wache! Ich brauche Hilfe! Wache! Oh, dieser Schmerz! Oh. Wache! Was soll der Lärm? Ich werde euch den Fisch gleich wieder wegnehmen. Was ist dir passiert? Zurücktreten, Gefangene! Ich bin bewaffnet! Was ist denn mit ihm? Hm? Du da! Und sag schon was! Los! Wie? Was macht ihr denn mit dem Fisch? Dich vermöbeln. Okay. Wir können dich auch leichter vermöbeln. Ich habe einen Fulminictus. Ja, ihn mit fauligem Gestank bewerfen. Ja, Fisch gegen Keule. Das ist aber nett vom Kerkermeister, dass er uns den Schlüssel hereingebracht hat. Ich finde, dafür sollte er seinen Fisch behalten dürfen. Genau. Dukaten, Salben, Fett, Streitkolben. Wir haben nebenbei unsere gesamte Ausrüstung verloren. Vorgrim, nimm mal den Streitkolben lieber. So. Und gib Ardo den Fisch. Was? So. Und Ardo kommt jetzt nach oben, als Fyris hinten steht. Finde eure Ausrüstung. Okay, ich hoffe. Ich schlage vor, wir schauen nach, ob Mora sich ebenfalls in einer der Zellen befindet. Vielleicht ist sie auch eine Gefangene. Aber vorher sollten wir unsere Ausrüstung finden. Ohne mein Schwert fühle ich mich irgendwie so nackt. Ach, das liegt nicht daran, dass unser ganzes Zeug. Oh. Hi Jungs. Na komm. Dich bretzen wir einfach mal weg. So, der erste ist weg. Die was, Kerker? Oh. Hey, Jungs. So. Hast du was Nützliches dabei, außer ein bisschen Geld? Unser Geld ist, glaube ich, auch alles weg, oder? Langschwert und Langschild. Okay. Das ist schon mal nützlicher als ein Fisch. Ja, der Fisch kann mal weggeworfen werden. Das ist immer alles gleich zerstört wird, wenn man es wegwirft. Okay. Da vorne ist noch eine. Mindestens zwei Wachen. Die Zelle ist leer. Hier ist Mora nicht. Dafür sind hier wieder Wachen. Übrigens sehen Fyris Haare irgendwie jetzt etwas komisch aus. Als ob sie die Mütze nicht richtig abgesetzt hätte. Ja, so sieht das tatsächlich irgendwie aus. Ich hoffe mal, das sieht nachher besser aus. Oh, das sind ja drei Wachen dieses Mal. Wenigstens kann sich Ardo nun gut verteidigen, so. Und den da noch. Ach, Ardo kann jetzt auch wieder seine Specials benutzen. Genau. Einfacher also. Langschild und Schleifstein und. Ach, nehmen wir auch das Langschwert und den Verband nehme ich. Noch mehr Verbände. Ein Zweihänder. Dukaten, Heiltrank, Salben, Fett. Und du hast nur Dukaten dabei. Okay. Die Zelle ist leer. Die Zelle ist kaputt. Und wie? Achso, okay, da vorne sind also noch ein paar. Oh, das sieht gut aus.
Wo sind wir überhaupt gelandet hier? Ach so, im Kerker. Kann ich mich an denen vorbeischleichen? Die Gefangenen, zu den Waffen, Jungs. Okay. Hi-ho. Lass sie nicht an die Kisten mit ihren Waffen und verteidigt die Tür um jeden Preis. Nicht genug Platz zum Kämpfen. Okay. Aua. Ich ziehe mich mal kurz zurück, weil die geben mir ordentlich auf die Nase. Und hier könnte ich mich eh nicht vorbei schleichen. Hier ist nämlich zugestellt. Was? Für den Kaiser! So. Ja. Vorher hätte ich besser ein Schild geben sollen. So. Bist du immer noch nicht tot? So, du einen Kugelblitz. Und ich hoffe mal, wir kriegen wenigstens die Arbaliste von dem anderen. So, den Kugelblitz sind wir auch. Geräumige Truhe. Mir scheint, er hatte sehr genaue Befehle diesbezüglich. Wir sollten den Grund dafür herausfinden. Schauen wir mal, ob sich die Tür öffnen lässt. Ja, gleich. So. So. Und so. Und dann holen wir erstmal unsere Sachen da wieder aus den Truhen. Geräumige Truhe, okay. Wir haben unsere Ausrüstung wiedergefunden. Los, nehmen wir uns was ist. Das sieht aus wie beide. Morfu, 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 Morfu. Kriegsbolzen. Einfach mal alles nehmen und anlegen. So, so, so. Das kann rausgeschmissen werden. Die Sandalen, die brauchen wir auch nicht mehr. Meine Hosen hätte ich gerne wieder. Eine Söldnerrüstung ohne Wappen. Okay, so. Das hätte ich gerne wieder. Bolzen. Das Schwert kann man zu Vorgrim. Der Heiltrank auch. Armbrust. Ringe. Obwohl, das ist das Falsche. Das ist der richtige Astralring. So, Vogelfeder können zu ihr. Jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren hier erst einmal. Verbände, das kann alles auf die zweite Seite. Hier brauchen wir nämlich nur das hier. Das packe ich mal nach da unten. Morphostacheln, Jagdbolzen, Kriegsbolzen. Flusssteine. Das war das Raya-Geschmeide. So, das kann auch auf die erste Seite. Das da runter. Das kommt da runter. Und das Kräuterbad auch. Oh, und die Pastillen. So. Ist hier oben noch irgendwas? Nein. So, genau. Das Raya-Geschmeide. Gut. Also wir sind schon mal wieder sortiert. Und haben unsere Quest-Sachen und damit auch unser Gold wieder. Jo. Gut, als nächstes wahrscheinlich Vorgrims Truhe, oder? Nein, das ist Ardu. Gut, Ardus Ausrüstung. Eine Söldnerrüstung ohne Wappen. Achso, hatten wir die immer noch dabei. So, Ardus Schwert, das kann da mal zu Vorgrim. Amulett der Konstitution, das. Das behält Ardus mal. Ich glaube, die Hosen erst anziehen wäre besser gewesen. So, das kann weg. Schulterklappen kann er wieder haben, die Sandalen können auch weg. Ardus Handschuhe können wieder hin. Eimbeersaft und Schleifsteine. Was machen Flussmannspastillen? Ausdauerregeneration. Das ist das selbe wie Ausdauerpastillen.
Also ja, damit. Trägt Arthur überhaupt was auf der zweiten Seite? Wohl eher nicht. So. Mut-Elixier. Werden wir wahrscheinlich selten brauchen. Wir könnten aber seine Körperkraft um 1 steigern mal. So. Und seine Schwertkunst ist schon Maximum. Okay. So, damit ist Ardo ausgerüstet. Schnappen wir uns mal Vorgrims Truhe. Nein, das ist Feyres Truhe. So, dann gucken wir mal. Ja, ihre Haare sind tatsächlich etwas verbuggt. Schade. Vielleicht beim nächsten Laden oder so. So, erstmal alles anziehen. Das Leinenhemd kann weg, genauso wie die Sandalen. Federn, Pfeile. So. So, so. Holz kann auch alles auf die zweite Seite. Das kann auf die erste Seite. Ring anlegen, Ring, Amulett, Bogen. Schulterstücke hatte sie keine, hä? Das kann man zuvor krimmen. So. Zaubertrank, Salbenfett, das kann alles auf die zweite Seite. Haben wir noch etwas, was auf die erste muss? Sieht nicht so aus. Okay. Zaubertränke da unten rein. Und die letzte Kiste ist wohl für Vorgrim. Jawohl. So, 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 so. Alles mal einsacken. Gut. Erstmal würde ich gerne bei Vorgrim den Hammerschlag hier unten noch reinpacken. Ja. Hatte ich Arthur noch irgendwas beigebracht? Nö. Ja. So, dann kriegt der Hammerschlag geht ja hoffentlich mit. Mist, der geht gar nicht. Achso, der Axt zählt ja als Hiebwaffe. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ah, jetzt muss ich hier auch wieder ordentlich sortieren. Also erstmal kriegst du dein Schild wieder, Axt wieder. Ja, hier muss ich jetzt gut sortieren. Vorgrim ist außerdem total überlastet, sehe ich gerade. Gut, geflochtener Lederpanzer, den ziehst du an. Helm aufsetzen, Kettenbeinlinge, Armschienen. Haben wir noch Schulter oder sowas? Gib mal ein bisschen was an Ardo ab, das wirf raus. So, Sandalen. Was hast du denn alles so dabei, was so schwer ist? Ring des Lebens ziehst du bitte noch an. Amulett der Rondra. So. Dann gib die ein paar von den schweren Sachen mal an Ardo ab. Vor allem den Dinger hier. Ja. Weil du bist selber schon so überlastet. So. Oh, die sind schwer. Okay.